Elas und Ollis Ehe begann ganz anders. Sie waren verliebt. Doch die Liebe ging irgendwann verloren. Wir sind sicherlich aus Vernunftsgründen zusammen, aber mir fehlt nichts. Also ich vermisse keine Romantik und ich glaube Olli auch nicht. 2003 lernen sich Olli und Manuela über ihre Hunde kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Schon ein Jahr später folgt die Hochzeit. Doch das Liebesglück hält nicht lange an. Der Alltag hat uns relativ schnell eingeholt. Jeder hatte seinen Job, jeder musste Geld verdienen. Und man merkt dann eigentlich erst, was so das Zusammenleben ausmacht. Weil wenn man mal so 2 Wochen nach Mallorca in Urlaub fliegt und ja, Sonne und tolles Essen, schönen Wein. Und man denkt, das geht immer so weiter. Und dann kommt man nach Hause und dann hat jeder wieder so seinen Job und seinen Stress, den er zu bewältigen hat. So, diese Dame heißt also Manuela, aber auch nur im Film. Denn in Wahrheit ist der Name dieser Dame Martina Selke. Dies herauszufinden ist nicht allzu schwer, denn sie ist keine Unbekannte. Sie wurde im Jahr 2015 zur Miss 50 plus Germany gewählt, also zur schönsten Frau Deutschlands über 50. Ihr Partner zumindest heißt tatsächlich Oliver, denn auch er war schon Thema in den Medien, speziell in der Bild. Wieso also wird Martina Selke plötzlich zu einer Manuela? Und es kommt noch besser. Denn im Rahmen der WDR-Doku-Reihe Menschenhautnah wurde im Dezember 2016 eine Ausgabe gezeigt, in der ebenfalls diese Manuela, die eigentlich Martina heißt, zum Thema gemacht wird. Und nun wird es noch bekloppter. Manuelas Jugendliebe hält nur 2 Jahre lang. Mark zieht mit seinen Eltern weit weg und Manuela heiratet mit Mitte 30 einen anderen Mann. 14 Jahre lang sind Manuela und Sven glücklich, doch dann fängt die Ehe an zu kriseln. Es war am Ende so, dass wir nur noch Streit hatten, es ging um Lächerlichkeiten. Es wurde eigentlich nur noch gestritten und dann macht das Leben auch keinen Spaß mehr. Dann merkt man, man fragt sich, was soll das eigentlich noch? Ne? Die Lebensqualität bleibt total auf der Strecke und so stelle ich mir das eigentlich nicht vor mit dem Partner. In dieser Zeit sieht Manuela ihren Jugendfreund Mark zum ersten Mal wieder. Die beiden begegnen sich auf einem Klassentreffen und die alte Liebe flammt sofort auf. Aha, von einem Olli ist jetzt keine Rede mehr, sondern nur von einem Sven und einem Liebhaber namens Mark. Hier heißt nun also auch der Mann anders als in Wirklichkeit. Und zeitlich haut da auch etwas nicht hin. 2014 zieht Manuela in eine eigene kleine Wohnung und fängt ein Verhältnis mit ihrer verheirateten Jugendliebe an. Doch diese Beziehung scheitert schon nach einem Jahr. 14 Jahre lang sind Manuela und Sven glücklich, doch dann fängt die Ehe an zu kriseln. Okay, also in der einen Doku geht die Ehe nach 10 Jahren, im Jahr 2014, in die Brüche. In der anderen sind beide 14 Jahre lang glücklich. Das wäre dann bis 2018. Kann aber nicht sein, denn diese Doku, die von den 14 Jahren spricht, lief ja wie gesagt schon 2016. Oder haben sie doch schon 2012 geheiratet oder 2010? Um die Verwirrung noch komplett zu machen, es gab noch eine dritte Doku mit dem Paar, ebenfalls aus der Reihe Menschenhautnah. Die stammt von 2014. Manuelas Jugendliebe hält nur 2 Jahre lang. Mark zieht mit seinen Eltern weit weg und sie heiratet später einen anderen Mann. Wir waren ja viele Jahre zusammen, mein Mann und ich, wir waren auch 15 Jahre verheiratet und wir hatten von Anfang an eine ganz, ganz andere Beziehung. Wir hatten keine schlechte Beziehung. Es war nur so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin diejenige, die alles regeln muss, die alles managt, die sich um alles kümmern muss. Vor 3 Jahren trifft Manuela Mark auf einem Klassentreffen wieder. Die beiden sind sich sofort vertraut und die alte Liebe flammt auf. Seit 3 Jahren leben Olli und Manuela wieder zusammen. Ihre Ehe läuft jetzt besser als früher. Funktional gesehen. Was die beiden bis heute verbindet, sind ihre Hunde. Okay, also einmal wird die Ehe nach 15 Jahren geschieden, im anderen Fall waren sie nur getrennt. Auch was die Affäre mit dem verheirateten Mann, der angeblich Mark heißt, angeht, gibt es Widersprüche. In der Doku von 2014 wird gesagt, die Affäre habe vor 3 Jahren begonnen und laufe immer noch. In der Doku, die am 10. Januar im WDR lief, heißt es hingegen, die Affäre mit der Jugendliebe sei nach einem Jahr gescheitert.
Also, um es kurz und knapp zu sagen, das stimmt hier alles hinten und vorne nicht. Nun könnte man natürlich sagen, dass die Protagonisten einfach so schlau waren, verschiedenen Autoren immer wieder eine neue Tränen-Story aufzudrücken. Doch es ist ja noch schlimmer. Alle drei Dokus stammen von derselben Autorin, Katharina Wulff-Bräutigam. Wenn man sich auf deren Seite umschaut, dann finden sich unter den Referenzen auch diverse Beiträge für Privatsender, sogar überwiegend. Und das gilt ebenso für die Darsteller. Dieser Herr hier zum Beispiel taucht ebenso in der Reportage Ehe aus Vernunft auf und war vor gut einem halben Jahr erst in einer RTL-Trash-Soap zu sehen namens Reich trifft Arm. Sascha und Tanja haben vor allem geheiratet, weil seine Mutter darauf bestand. Das war erstmal ein Schock, wie die auf einmal schwanger wurde mit 17. Das war so eine Vernunftentscheidung. Ich bleibe bei dir, Tanja. Wir ziehen das Ding gemeinsam durch. Das war für mich klar. Die Malbergs dagegen kommen aus einem anderen sozialen Umfeld. Sie wohnen in einer einfachen 3,5-Zimmer-Wohnung in Wesseling bei Köln. Die Malbergs haben die erste Aktion vorbereitet. Sie nehmen die Reichen mit in ihre Welt. Ja, wir haben mit den Herrschaften vor, wir haben einen Campingplatz gemietet. Da waren wir selber noch nicht. Das soll gut sein, ich habe mal im Internet nachgeguckt. Schauen wir mal, ob die sich so herablassen und sich darauf einlassen. Aber vom Grill zu essen, ich weiß nicht, wie die sonst so leben. Ob der überhaupt in der Zelt reinspringt, schauen wir mal. Immerhin stimmen die Vornamen des Paares überein. Aber dennoch wirkt es doch nicht gerade seriös, wenn ein Mann, der laut eines Porträts in der Zeit schon rund 170 Mal als Kleindarsteller fürs Fernsehen arbeitete, für eine solch öffentlich-rechtliche Doku engagiert wird. Glaubwürdig geht anders. Zumal in Reich trifft Arm das Ehepaar Sascha und Tanja doch sehr verliebt wirkt, während in Ehe aus Vernunft dem Zuschauer ja aufgetischt wird, hier würden Paare porträtiert, die gar nicht aus Liebe, sondern eher aus materiellen Gründen zusammenleben. Was ist da nur los? Ich selbst habe ja den Glauben an öffentlich-rechtliche Dokus schon lange verloren, aber trotzdem ist es immer wieder befremdlich, dies dann erneut bestätigt zu bekommen. WDR-Chefredakteurin Ellen Eni machte es dann ähnlich wie der Spiegel. Im Bewusstsein, dass die Fakes eh nicht mehr zu verheimlichen sind, ließ sie mitteilen: Wir haben festgestellt, dass es Ungenauigkeiten gibt, zum Beispiel Fehler bei Jahreszahlen und Altersangaben. Dies entspricht nicht den journalistischen und redaktionellen Standards im WDR. Dies bedauern wir. Wir prüfen weiter, werden die Filme an den entsprechenden Stellen korrigieren und dies transparent machen. Eine abschließende Bewertung haben wir noch nicht. Wie gesagt, da sich mittlerweile auf Twitter und Facebook Protest regte und einigen Zuschauern die Unregelmäßigkeiten auffielen, wären die ganzen Widersprüche eh ans Licht gekommen. Nur wenige Tage später wurde dann mitgeteilt, dass der WDR mit der Autorin Katharina Wulff-Bräutigam nicht mehr zusammenarbeiten werde. Es kamen dann weitere Details ans Licht, zum Beispiel, dass Wulff-Bräutigam immer wieder über die Seite comparse.de nach Darstellern suchte. In einem Interview mit der FAZ gab sie sich unschuldig. Zitat: Ich habe nicht gewusst, dass man für den WDR seine Protagonisten nicht über einen Aufruf auf der Webseite von comparse.de suchen darf. Dort findet man neben Kleindarstellern auch normale Protagonisten. Tja, was heißt schon normal? Wer sich auf comparse.de herumtreibt, hat auch Bock, ins Fernsehen zu kommen und flunkert für dieses Ziel vielleicht auch eher mal ein bisschen herum. Dass die Zahlen und Namen bei den drei Dokus vorn und hinten nicht zusammenpassen, tut Wulff-Bräutigam als Summe unglücklicher Umstände ab. Natürlich habe auch ich sie nach einem Interview gefragt, allerdings verwies sie dabei auf das Interview, was sie gegeben hat. Weitere Stellungnahmen lehne sie ab. Schade, ich hätte da durchaus noch ein paar Fragen mehr gehabt. Aber ich weiß, dass es ein richtiges Zusammenkommen oder für uns beide nicht gibt. Und ich akzeptiere das und kann gut damit umgehen. Und ich gehe fast so weit, ich möchte es auch gar nicht mehr. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.